Mauretanien wird oft nur mit Wüste in Verbindung gebracht. Doch das Land birgt ein bemerkenswertes und vielfältiges ökologisches Potenzial. Baumfrüchte sind weit verbreitet, wie die Balanites, bisher nur bei Kindern und Tieren beliebt. Nun lernen die Frauen von Gidiwol, wie sie die bittersüße Frucht weiterverarbeiten können. Die Bohnen der zerstoßenen Nüsse werden zu Pulver gemahlen und anschließend gedämpft. Aus dem Fruchtfleisch produzieren sie Sirup. Das noch feuchte Pulver wird zu Öl gepresst. Während dieser Schulungen lernen die Frauen alle Verarbeitungsstufen kennen. Vom Rohprodukt bis zur Verpackung und Etikettierung. Der Verkauf der verarbeiteten Produkte kann das Einkommen der ärmsten Haushalte um bis zu 30% steigern. MashaAllah, und dafür bin ich. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Was ich gelernt habe, hilft mir sehr, weil ich jetzt die Schule für meine Kinder bezahlen kann. Diese Fortbildungen sind Teil der Aktivitäten lokaler kollektiver Vereinigungen, auch AGLCs genannt. Sie sorgen auch für eine geregelte Nutzung der Früchte und anderer natürlicher Ressourcen ihres Gebietes. Und sie setzen sich für die Regenerierung der Vegetation ein. Die deutsche Zusammenarbeit hat dieses Programm 2001 initiiert und auch die Mehrzweckgebäude der AGLCs gebaut. Seit 2017 konzentriert sich die GIZ auf die Aufwertung von Naturprodukten. Das Ziel unseres Programms ist es, die Kapazitäten der AGLCs zu stärken und sie finanziell und organisatorisch etwas autarker zu machen. So können sie ihr Einkommen nachhaltig durch die Verarbeitung von Dichtholzprodukten verbessern. À travers une approche chaîne de valeur des produits forestiers non ligneux. Dazu arbeitet die GIZ mit Nichtregierungsorganisationen zusammen. Sie sind diejenigen, die Trainings organisieren, insbesondere für Frauen. Und auch die AGLCs begleiten. Nach dem ersten Training habe ich zu Hause Kekse gebacken und sie dann hierher in die AGLC zum Verkauf gebracht. Schließlich habe ich alle Kekse verkauft und dabei einiges verdient. Wir müssen die Menschen sensibilisieren, ihnen bewusst machen, dass sie mit dem, was sie in der Natur finden, viel Geld verdienen können. Die Produkte der AGLCs sind auf lokalen und regionalen Märkten gefragt. Mehr und mehr kommen auch Anfragen aus der Hauptstadt Nouakchott. Das kleine mauretanische Unternehmen Togga beispielsweise stellt Seifen auf der Basis vom Öl der Balanites her. Für seine Kosmetikprodukte verwendet die Firma auch Gummi-Arabicum und Baobab-Pulver. Togga hat gerade eine Partnerschaft mit den AGLCs begonnen. Die Firma ist sowohl an den Rohstoffen als auch an den fertigen Produkten interessiert. Wenn wir die Rohstoffe von den AGLCs erhalten, werden sie hier in der Manufaktur entweder zu Öl oder auch in Seifen und Cremes verarbeitet. Alle diese Produkte werden ins Ausland, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten oder nach Frankreich exportiert. Und natürlich verkaufen wir unsere Produkte auch hier in Mauretanien. Die Verarbeitung dieser lokalen Naturprodukte, insbesondere der sogenannten Nichtholzprodukte, eröffnet der Bevölkerung neue finanzielle Perspektiven. Gleichzeitig fördert dies die nachhaltige Nutzung der Wald- und Weideressourcen. Langfristig wird so auch die Widerstandsfähigkeit der lokalen Bevölkerung gegenüber Klimaveränderungen gestärkt. Musik